Das weiß ich nicht. So, jedenfalls. Was ist da noch? Deutsche Übersetzung von einigen Animes auf bestimmten Sendern. Verschwunden ist dasselbe wie tot. Ah. Also ist Leiden tot. Ja. Mhm. Nee, also bei Realsendungen ist meistens so, man verschwindet, wenn man als Schauspieler keinen Bock drauf hat, weiterzumachen, aber die sich nicht sicher sind, ob die Person mal wieder zurückbekommen. Ja. Und dann taucht man plötzlich wieder auf, weil man hat wieder Bock irgendwie zu Schauspielern. Ja. Also, witzig. Inzestcode in den besten Familien vor. Ja, Rätsel, Entschuldigung. Möchtest du es dir vielleicht mal anschauen? Ja, ein Rätsel. Die magische Linie. Was ist das denn schon wieder? Der Professor hat eine Gleichung an die Tafel geschrieben, aber sie ergibt keinen Sinn. Übrigens, Sinn ergeben. Weißt du, was man noch sagen könnte? Nein, war alles andere wäre falsch. Wirklich? Ja. Ich habe mir letztens mal einen Artikel zur Phrase Sinn machen durchgelesen. Und die ersten Verwendungen davon gehen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Ja, weil es bis dahin schon dort falsch gemacht wurde. Irgendwann können sich die Leute doch einfach damit abfinden, es gehört dazu und fertig. Nein. Es ergibt Sinn. Warum schreiben das dann solche Poeten wie Lessing in ihre Briefe? Weil Lessing ist. Der hat eh keine guten Bücher gemacht. Oh. Ja, ernsthaft, hast du mal seine Werke gelesen? Das ist voll schrecklich. Nein, habe ich nicht. Aber der wird doch so gehypt. Ne? Doch, ey. So viel Selbstmord. Na jedenfalls. So, und ansonsten taucht das auch schon in den 50er Jahren dieses Jahr, des letzten Jahrhunderts und 60er Jahren und so. Okay. Offenbar kannst du sie korrigieren, indem du eine gebogene Linie einfügst. Aber welche gebogene Linie ist die richtige? Beachte bitte, dass du diese Linie nicht drehen musst. Verwende sie einfach so, wie du sie siehst. Okay. Hä? Soll das eine 8 sein oder ein Unendlich? Also, ich hab's. Ich muss grad gucken. Ja gut, wenn du's hast, dann... Ich mach einfach mal was. Mach mal. Boah, ey. Ja. Es ist wieder so eins dieser Rätsel, die ich grässlich finde. Ich find's einfach. Also es kommt doch auch wirklich eine Rechnung raus. Es kommt wirklich eine Rechnung raus. Aber ich meine, unendlich ist doch definitiv nicht, oder? Oh, ich seh's. Ja. Jetzt hab ich's auch. Och Gott, ey. Ich glaube, es ist D, ne? Nee, warte. Ich glaube, es sieht eher aus, als wäre es... Warte mal. Ja, ich denke, es wäre eher D als irgendwas anderes. Och, das ist so gemein. Vor allem, weil ich kann mich jetzt gerade an so eine Situation beim Bowling-Spielen erinnern, wo ich mal eine 96 gesehen habe und ich dachte so, boah, das sieht ja aus wie ein Prozentzeichen. Zum Beispiel. Ja, und, ach Mann, ey. So was Blödes. Das ist ein besonders interessantes. Das ist ein besonders dummes. So macht man das. Ja, okay. Ich gebe dir mal einen Punkt dazu, dann bist du nur noch auf einen Punkt an mich ran. Zum Glück kommen irgendwann die Minispiele. Vor allem das die Schiebung. Ja, Gott, ist okay. Du musst mich nicht gleich Gott deswegen nennen. Doch, natürlich. Ach, mein Engel.
Ja, da steht schon. Mhm. Aber nicht vorsagen. Wir machen ja, aber da steht ja nur das Ergebnis. 100-4 ist kein Ergebnis. Hätte man geschrieben 100-4 gleich Prozent, wäre cool. Das würde auch halbwegs so aussehen. Mhm. So. Aber natürlich, das ist die Lösung. Wie kann ich nur ein Dekan sein, ohne sowas zu merken? Sind Engel nicht Gottes Kinder? Sind die das? Ja, sollen sie jedenfalls. Gut, dass du mir das bestätigt hast, mein Kind. Unter anderem steht da. Ja. Was noch alles? Also, es gibt verschiedene Ansichten. Engel sind auch noch gestorbene Menschen, die halt darauf warten, dann wieder bei uns zu werden. Du bist nicht tot. Nein? Nee, dann bist du auch kein Engel. Okay. Mein Vater ist eh nicht unbedingt Gott. Ist dein Vater Professor Layton? Hat Züge davon bis jetzt. Er hat einen Zylinder? Er zeigt auch nie seine Haare. Quatsch. Okay. Ja, okay, wir müssen jetzt nicht Schöpfungsfragen stellen. Ja. Okay. Außer wir hätten eine Kelle, dann könnten wir... Ja, nee. Uns fragen, wie da geschöpft wird damit. Ja, vielen Dank, Catriel. Jetzt muss ich meinen kleinen Engel nicht enttäuschen. Seine Tochter? Nein. Weil er Gott ist. Ja. Ich bin so erleichtert. Freut mich, dass ich helfen konnte. Eigentlich wollte ich mich hier bei Scotland Yard ja mit Inspektor Hastings treffen. Also, deswegen habe ich auch diese Kleidung an. Er steht drauf. Aber ich finde ihn einfach nirgends. Das liegt daran, dass er leider in der Universität ist. Oh, dann haben wir einander wohl verpasst, was? Wie ärgerlich. Da gab es bei einem Fahrfahrt auf dem Campus. Ein Diebstahl? Ja, unschöne Sache. Deshalb wollte ich mich ja mit dem Inspektor unterhalten. Ich hätte gern die Erlaubnis in diesem Fall selbst zu ermitteln, Dekan. Okay. Ha, Toupet. Ja, natürlich ist es ein Toupet. Ja. Aber warum nimmt er eins ausgerechnet in einer Farbe? Die zu seinem Bart passt. Sieht ja komisch aus sonst. Ja, aber warum erkennt man dann in einem anderen Spiel, dass es... Vorher wurde mal echt damit argumentiert, dass das Toupet die gleiche Farbe haben würde wie vorher. Und jetzt hat's doch eine andere Farbe. Da sah er aber auch um einiges anders aus als hier. In der griechischen Mythologie wurde Athena aus dem Kopf von Zeus geboren. Lore-Fehler. Nein, du, Catriel! Ich meine, Eva wurde auch aus einer Rippe von Adam. Ja, hergestellt. Ich meine, geschöpft. Ja. Ohne Kelle. Ja, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Aber die Polizei ist mit ihren Ermittlungen doch schon ziemlich weit. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe mal irgendwann gesagt, dass die blaue Moschee in Istanbul stehen soll. Ich glaube, es war in Ankara. So im Nachhinein fiel mir das ein, als ich die Parts geschnitten habe. Okay. Auf jeden Fall irgendwo in... Ich will nichts Falsches sagen. Ich möchte nicht auf einmal, was weiß ich, sagen hier, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. ja. So. Ja, ziemlich weit. Das ist mir klar. Aber ich glaube, dass es da eine andere Perspektive braucht. Vielleicht sehe ich die Dinge ja anders, als die Polizei das kann. Also gut, kann ja nicht schaden. Meine Erlaubnis hast du. Wenn du so ein begnadeter Detektiv bist wie dein Vater, hast du den Fall sicher im Handumdrehen gelöst. Danke sehr. Solange erlauben uns doch auf, Dr. Ums Labor zu betreten, oder? Also den Tatort. Ja, natürlich. Jetzt mach schon. Für diesen Fall steht dir die gesamte Universität offen, Catriel.
Wunderbar. Du kannst dir sogar Sachen mitnehmen, wenn du willst. Wunderbar, dann machen wir uns direkt mal auf die Arbeit. Viel Glück! Es wäre schön, wenn das so bald wie möglich erledigt wäre, sonst leidet noch der Ruf der Universität darunter. Potzblitz, das war ja unglaublich. Mehr als unglaublich. Du plauderst hier mit dem Dekan, als wär die alte Freunde. Und wichtiger noch, er hat uns die Erlaubnis erteilt, im Labor Ermittlungen anzustellen. Ja, jetzt kann Inspektor Hastings uns nicht mehr wegschicken. Ja, hallo, wir sind hier und wir haben eine Erlaubnis. Okay, ihr dürft euch, wenn ihr das so sagt. Auf keinen Fall. Also, schnitzen zu Hermione, damit wir es ihm gründlich unter die Nase reiben können. Und zwar unter was? Die extra große. Und so bekamen wir die Erlaubnis, es ihm unter die extra große Nase zu reiben. Die wir brauchten, um Dr. Ohms Labor zu betreten und dort ermitteln zu dürfen. Ich glaube, wir sollten uns nicht darüber unterhalten, über Vorurteile zu Leuten, die angeblich miteinander Inzest haben. Ja. Ich meine, solche Fälle kommen ja ab und zu mal ans Licht, aber das muss man ja jetzt nicht auf alle beziehen. Und der letzte aus Österreich, der mir einfällt, ist, glaube ich, schon sehr lange her. Ich recherchiert halt um. Ja, na, der letzte, der mir einfällt, ist halt Josef Fritzl. Aber ist ja auch egal, das Spiel hier geht, da geht's nicht um Nichten von, die eigentlich Enkelinnen sind. Du musst umstellen. Ich muss noch umstellen, oh. Na gut, dann stelle ich mich mal um. So. Ja. Auf jeden Fall, Slayton verblüffte mich immer mehr, besonders deshalb, weil sie in einem derart vertrauten Ton mit Dekan Delmona gesprochen hatte. Steil. Na so. Steil aus. Gehe dorthin zurück, wo Inspektor Hastings ist. Das ist eine tolle Angabe. Das klingt auch so richtig geil deutsch. Geh mal dahin, wo Professor Hastings ist. Welchen Sinn hatte das jetzt, hätten sie Dekan Delmona nicht auch einfach vor die Universität packen können. Ja. Naja, nee, dann hätte er sich ja mit der Inspektor Hastings treffen können. Ja, der hätte doch auch so. Vorplatz der Uni. Na nö, die sind sich ja irgendwie, die sind ja aneinander vorbei oder was weiß ich. Na gut, dann ins Hauptgebäude. Da wäre wieder Dr. Ohms Labor ist gleich davor. Oh, schau nur, Miss. Nein, nein, ich bin wach. Ganz wach. Da ist er ja. Inspektor Hastings. Ich glaube, das würde komisch kommen, wenn ich die ganze Zeit jetzt so mit aufgemachten Augen. Alternative Fakten 1. Dekan Delmona hat ein Haus im Hochland von Dekan in Indien, was? Ach so, das Hochland von Dekan. Hm. So gut war ich in Dings noch nicht. Ich auch nicht. In Geografie. Ich wusste nicht, dass es das geben könnte. Und ich glaube es erst, wenn ich selber lese. Irgendwo. Nicht Sie beide wieder. Langsam reicht es mir mit Ihnen. Kapiert, Junge? Sie kommen hier nicht rein und das ist mein letztes Wort. Ach, aber der Dekan hat gesagt... Mag sein, dass das ihr letztes Wort ist, aber wir haben jetzt die Erlaubnis, das Labor im Labor zu ermitteln. Genauer gesagt haben wir sogar die Erlaubnis, in diesem Fall in der gesamten Universität zu ermitteln. Kommen Sie, meinen Sie vielleicht, ich bin von gestern? Von wem haben Sie denn bitte diese Erlaubnis? Von mir ja ganz bestimmt nicht.